Moderne Kinder- und Jugendtracht. Viele frische neue Modelle und Designs. Im Schütz Family Store Neuötting. Minigolf Burghausen. Der Freizeitspaß für Familien, Kinder, Vereine und mehr. 18-Loch-Anlage, idyllisch gelegen am Wörsee mit Kaffee und Sonnenterrasse. Bei Fragen steht Ihnen Andreas Stadler und sein Team gerne zur Verfügung. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt Innaltötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 Innaltötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt Innaltötting. Herzlich willkommen am Mittwochabend auf der Hofduld Innaltötting. Und wir starten in den Abend hinein, jetzt hinter mir im Gramminger Weißbierkarussell. Ja, und der Erfolg gibt die Gramminger recht. Jetzt war das Weißbierkarussell letztes Jahr schon so ein Renner. Aha, ja, man muss schauen, dass man einen Platz kriegt, ja? Es ist schon Halbzeit auf der Hofduld in Altötting. Wie schaut's aus? Gibt's hübsche Männer hier? Ich habe schon einige gesehen, ja, aber ja. Wir sind noch nicht im Zelt gewesen. Da schauen wir mal. Schauen wir, was da noch so gibt. Ja. Wart ihr schon im Almstadel drüben? Nee, noch nicht. Wir gehen noch hin, wir waren jetzt erst was essen. Genau. Dann viel Spaß, ja? Fühlt ihr euch wohl hier? Ja, voll. Heimat, Heimatduld. Ja, Heimatduld. Man kennt jeden. Wunderbar. Dann einen schönen Abend noch. Viel Spaß beim Feiern und vielleicht gibt es ja einen fashion jungen Mann hier für euch. Ja, danke. Danke. Euch ja, auch. Danke. Fische, Blitz. Fisch, Fische. Frische Fische. Fisch. Fische. Nicht außer Acht lassen darf man natürlich die Tradition, woher kommt denn die Hofduld in Altötting? Eine Duld, eine Hofduld, kommt vom mittelalterlichen Markttreiben und so ist auch traditionell hier in Altötting in einer der Seitenstraßen auf dem Weg zum großen Festzelt hin ein Marktgeschehen mit Kleidung, Strohhüten, selbstgefertigten Geschenken, die man direkt vor Ort gravieren und mitnehmen kann, Seifen aus eigener Herstellung, Nachhaltiges aus Papier. Alles, was das Herz begehrt, findet man hier auf dem Weg zum Hell-Festzelt. Ein herzliches Willkommen aus dem Hellbräu-Festzelt am Mittwochabend auf der Altöttinger Hofduld. Und wie man hört, pünktlich um 7:30 die Joe Williams Band hat angefangen zu spielen und die Feststimmung ist gestiegen. Du kommst schon lange nach Altötting. Ja, ich denke, das dürften jetzt so um die 20 Jahre sein. Das ist mittlerweile schon Kult in Altötting und auch mit den Wetzlern schon eine ganz, ganz spezielle Beziehung, die sich darauf freuen, wenn wir hier sind, die Familie L. Jetzt ist natürlich 20 Jahre eine ganz schöne Hausnummer, da hat sich doch auch im Publikum recht viel verändert. Ja, natürlich hat sich im Publikum was verändert, es hat sich die Musik verändert und der Musik wir mussten uns halt auch dem Publikumsgeschmack anpassen, aber das ist uns sehr gut gelungen. Gibt es denn einen neuen Hit bei dir im Repertoire? Also der Hit in diesem Jahr ist noch nicht gekürt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja Ende Mai schon, sag jetzt mal, das Leila-Problem, wo man nicht wusste, was man mit anfangen sollen. Darf man spielen oder nicht?
Ach ja, letztes Jahr war das noch ein Thema, heute ist es eigentlich gar keine Gedanke mehr. Man spielt's, die Leute wollen das hören und ist gut so, aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt in diesem Jahr noch keinen Hit, wo man sagen könnte, das wäre jetzt der Hit des Jahres. Max aus dem fernen Tirol ins schöne Altering. Wie gefällt es dir denn heute auf Nacht? Ja, mir gefällt es da super in Altering. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Alteringer. Ich komme ja daher. Aber jetzt bin was ich machst du denn in Tirol? Heimat. Ja, wohnen, leben. Also, in Tirol ist es schön zum Wohnen, aber das Bier ist in Bayern immer noch besser, oder? Also, exzellent, genau so ist es. So geht es uns auch. Im Ausland schmeckt es uns tatsächlich selten, oder? So ist es. Und du hast Hell mit Nachnamen, das heißt, die Brauerei gibt es bei dir in der Familie auch, oder? Ja, hell wie dunkel halt. Ja, ist meine Verwandtschaft da. Der Baumeister ist mein Cousin, Simone ist meine Tante. Deshalb bin ich da. Familie ein bisschen unterstützen, das gute Bier trinken. Stimmungslied sein hat. Oh, naja, vielleicht er gehört zu mir. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, und was ich ganz toll habe oder mag, ist Kel Sara, das liebe ich sehr. Da kann man wunderschön drauf tanzen. Ja, komm mal toll mitsingen, komm mal schön tanzen dazu, ja. Das ist richtig. Also die Jugend singt ja auch mit und teilweise können sie auch gut tanzen, hat man schon gesehen. Ja, das stimmt. Und interessanterweise ist, dass diese alten Lieder die jungen Leute auch alle kennen. Und das ist quasi generationsübergreifend, finde ich super. Das ist ein zeitloser Klassiker einfach auf jedem Volksfest. Und das ist ja auch das Schöne, dass wenn man einmal weiß, wie läuft der Volksfest ab, wie benimmt man sich, was macht man da, ja? Dann kommt man ja in Bayern überall rum. Richtig. Und ordentlich anzogen ist man immer gleich. Ein Dirndl und eine Lederhose, dann bist du in Bayern richtig anzogen. Und fürs Feiern nach dem Festzelt, da geht es dann weiter in der Hofduldalm von Sebastian Helm, dieses Jahr zum ersten Jahr dabei. Verabschieden wir uns aus dem Hellbräu-Almstadel. Moderne Kinder- und Jugendtracht. Viele frische neue Modelle und Designs. Im Schütz Family Store Neuötting. Minigolf Burghausen, der Freizeitspaß für Familien, Kinder, Vereine und mehr. 18-Loch-Anlage, idyllisch gelegen am Wörsee mit Kaffee und Sonnenterrasse. Bei Fragen steht Ihnen Andreas Stadler und sein Team gerne zur Verfügung. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting.